Ja, moin moin und herzlich willkommen zum heutigen Video von Immo Incubator. Ich habe echt gedacht, es macht hier heute gar keinen Sinn, aber ihr hört raus, ich bin ja mitten im Zug und der Zug fährt gleich los. Hier ist alles leer, keine Ahnung, was hier los ist. Noch nie so einen alten Zug gesehen, aber wenn dich das interessiert, wie ich jetzt mein nächstes Mehrfamilienhaus finanziert habe, dann schau gerne in dieses Video. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, ich habe die Zusage zu meinem neunten Mehrfamilienhaus bekommen. Heute Live-Video mitten aus dem Zug, gerade noch in Basel. Es sieht so aus, als ob ich nächste Woche Freitag zum Notar gehe. Die Banken haben zugesagt, das heißt, die machen das auf jeden Fall. Und ich habe zwei verschiedene Angebote bekommen. Es ist ja aktuell gar nicht mehr so einfach, Angebote zu bekommen für Finanzierung. Und ich war auch ein bisschen erschrocken. Die erste Bank hat gesagt, okay, Kaufpreis ist ein bisschen gering, das heißt, also, ich erzähle euch später irgendwann mal beim Video, wie das Ganze hier funktioniert. Aber es ist so, dass der Kaufpreis ungefähr nur zwei Drittel ist von dem, was ich gesamtfinanziert haben will. Das heißt, ich brauche nochmal mehr als die Hälfte obendrauf zur Renovierung. Ich habe ja gesagt, das Haus steht schon über 4 Jahre so, wie es da ist. Da ist jemand ausgezogen und die Frau ist im Altersheim und die Mieter sind weg. Im Dachgeschoss wohnt noch einer, deswegen müssen wir alles ausräumen, alles renovieren. Und deswegen habe ich die Kosten so berechnet, dass ich das Ganze brauche. Dachgeschoss renovieren, im Souterrain gibt es noch eine Möglichkeit, das in Wohnraum uns zu widmen. Und deswegen brauche ich so viel Kapital. Und die erste Bank hat gesagt, wo ich schon mehr als die Hälfte meiner Finanzierung habe, dass sie 20% Eigenkapital wollen. Aber on top, auf die Nebenkosten. Mit Makler und so weiter. Ihr wisst, 5,95% Maklergebühren, 5% Grunderwerbsteuer, 1,5% bis 2% für den Notar, je nachdem wie teuer und was für Grundschulen noch eingetragen müssen und 0,5% für das Amtsgericht. Dementsprechend ist man irgendwo bei 13,5% plus die Nebenkosten sind 33%. Das heißt, in meinem Summa Summarum wären das bei der Bank ca. 100.000 gewesen. Und da habe ich gesagt, 100.000 für so ein kleines Objekt ist eine scheiß Eigenkapitalrendite. Und dann habe ich gedacht, okay, was machen wir denn da? Da bin ich zu der anderen Bank und habe gesagt, okay, hier haben wir ja noch mehrere Mehrfamilienhäuser. Da können wir ja eine Zusatzsicherheit auf dem ein Haus machen. Sorry für die Störung hier. Ja, mein Französisch nicht so gut, aber der Zug rollt los. Und dann hat die Bank gesagt, ja, ist okay, dies, das. Aber, Herr Jansen, da kommen mit Sicherheit nächstes Jahr noch gute Angebote. Wollen Sie nicht lieber nächstes Jahr ein größeres Mehrfamilienhaus kaufen und dann die Zusatzsicherheit nehmen? Und diesmal können wir was machen und die haben sich auf ca. 16% Eigenkapital eingelassen. Das heißt, neben den Nebenkosten, die sowieso schon bei 12%, 13,5% haben wir vorhin gesagt, also nur noch 2,5% on top, das ist also fast wie damals eine 100% Finanzierung und dann zusätzlich nur noch Eigenleistung. Und das ist schwierig zu sagen. Eigenleistung bedeutet, dass man selber etwas macht, weil man selber renoviert. Und das tue ich ja ab und zu, nicht selber, aber mit Freunden und Familie. Und dementsprechend habe ich gesagt, das ist eine gute Idee und ich warte gerne auf das nächste größere Objekt. Und jetzt mit ein bisschen Eigenleistung und dann nur in Anführungsstrichen 16%, fand ich eine super Lösung. Und jetzt kommen wir zu den Finanzierungsmodalitäten. Ich habe gesagt, 10 Jahre fix muss man schon machen, weil man weiß ja nicht, was ist mit dem Haus. Wo sind die Zinsen in einem Jahr, wo sind sie in zwei, wo sind sie in drei? Ich habe in einem anderen Video schon erzählt, Portugal zum Beispiel hat 96% variabel finanziert. Ich bin der Meinung, es fliegt da irgendwann um die Ohren und die Preise gehen runter. Aber in Deutschland sind nur 14% variabel finanziert. Und da bin ich der Meinung, das sind die meisten Leute, die sich damit auskennen, die das bekommen. Sonst machen die Banken das gar nicht. So wie ich das zum Beispiel bei mir, bei der einen kleinen Eigentumswohnung habe, die ich zuerst gekauft habe. Und bei meinem Haus in Portugal habe ich es auch. Aber das sind bei mir halt weniger als 5% vom ganzen Portfolio. Und dementsprechend muss man sagen, ja gut, dann ist es nicht so tragisch. Aber ich wollte jetzt nicht weitere 5% vom Portfolio variabel finanzieren, sondern ich muss in 1,5 Jahren wieder eine Refinanzierung machen. Und da würde ich sagen, da kann ich dann mal schauen, mache ich dann alles variabel, mache ich ein bisschen variabel und den Rest wieder fix. Deswegen habe ich 10-jährige Zinsbindung angefragt. Und bei der einen Bank, die über 30% Eigenkapital haben wollte, war der Zins bei 3,5 auf 10 Jahre, also effektiv 3,59, weil man muss ja immer die Notarkosten noch mit reinrechnen.
Und bei meiner anderen Bank war es bei 3,3. Ich mag das jetzt schon teilen, weil die Bank hat mir zugesagt, ich vertraue der Bank, die vertraut mir. Und deswegen weiß sie, dass sie da ein bisschen günstiger war. Und deswegen hat sie diesmal den Zuschlag bekommen. Ist aber aus meiner Sicht auch gar nicht schlimm. Dann kann man ja beim nächsten Mal wieder schauen, welche Bank das nächste Mal das Rennen macht. Jetzt würde ich mal interessieren, hast du dieses Jahr nach März, April, Mai noch ein Haus gekauft oder nicht? Meine Bank hat mir gesagt, das letzte Mehrfamilienhaus hat sie mit mir gemacht und das nächste kommt jetzt wieder mit mir. Also es geht anscheinend nicht viel auf dem Markt. Mich würde interessieren, kaufst du aktuell noch, wartest du ab, denkst die Preise sinken noch weiter oder denkst du, jetzt ist schon ein guter Moment zu kaufen? Und wenn du schon mal eine Finanzierung angefragt hast in den letzten Monaten, würde mich interessieren, was hast du für Modalitäten bekommen? Was hast du für ein Zinsangebot bekommen? Ich weiß, im August wäre noch bei 2,5 gewesen. Ich habe mich total geärgert, weil das Haus hätte eigentlich schon im August fertig sein sollen, aber der Makler hat noch länger gebraucht, weil er alle Unterlagen besorgen musste. Und deswegen habe ich es leider nicht im August kaufen können, sondern erst jetzt. Und deswegen zahle ich jetzt den Aufschlag von 0,8. Am Preis konnte ich deswegen aber trotzdem nichts mehr machen. Und deswegen würde mich interessieren, kaufst du noch? Findest du das clever, jetzt noch zu kaufen? Oder würdest du sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich warte jetzt erstmal ab. Schreib mir gerne deine Kommentare hier unter das Video. Ich freue mich und schöne Grüße hier aus dem schönen Zug in Frankreich. Bis bald, dein Dennis. Ciao, ciao.